Jürg Steiner, Lichtplaner aus Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wohin es führt. Eben, wir sind noch nicht am Anfang. Wir sind ganz am Anfang, sage ich. Und wir wollen ein wenig in Ihrer Lebenserfahrung kramen. Denn es geht ja, wir sprechen von 1988 bis heute, wo Sie tätig sind als Lichtplaner. Das heißt, die LED ist mal gerade so 10 Jahre in Ihrem Erfahrungsbereich drin. Stimmt das? Ja, absolut. Ja, ja. Und dadurch, dass wir ja meistens im Museum tätig sind, ja, ist die LED sogar vielleicht ein bisschen kürzer erst da, weil doch die Farbwiedergabe ja erst seit wenigen Jahren stimmt. Ne? Also wir wollen uns dieser Zeit ein wenig widmen und zwar ein paar tolle Sachen von Ihnen dann auch natürlich zeigen, damit Sie handfest damit wir handfest auf diese Argumente und ja, Erfahrung eingehen können. Letztendlich hat uns aber dieses Buch hier etwas überzeugt, mit Ihnen unbedingt zu reden, denn es geht um die Szenografie, 7 Ausstellungen. Da sind so die wichtigsten Ausstellungen drin, die Sie da dokumentieren von Ihrem Team, die Sie aus Berlin aus gestartet haben. Ist das so richtig oder fehlen ein paar wichtige Ausstellungen? Ja, es ist eigentlich wirklich nur ein Ausschnitt. Es sind 7 Ausstellungen, die wir für die Vereinigten Domstifter in Naumburg, Merseburg und Zeitz gemacht haben, also in Mitteldeutschland. Und die zeigen nicht nur Licht, sondern auch die Szenografie. Es ist also eine szenische Herangehensweise in nicht-musealen Räumen, kann man sagen. Viel in Kirchen. Ja, genau. Es ist ja auch eine Stiftung, die eben die Domstifter von Naumburg, Merseburg und des Kollegiatstifts Zeitz verwaltet. Deswegen findet das schon im kirchlichen Umfeld statt, das kann man sagen. Das ist also ein Teilaspekt und wir hatten gedacht, wenn wir da jetzt 10 Jahre 7 Ausstellungen gemacht haben, das ist sozusagen ein geschlossenes Konvolut, was man mal dokumentieren könnte. Und das ist auch sehr schön. Und was uns gefallen hat, sind solche Seiten. Und da gehen wir dann mal gleich später ein bisschen mehr drauf ein. Also Spannung machen wir für dieses Buch. Und ganz vorne steht Theorie. Denn wir fangen natürlich an, erstmal Theorie. Wollen wir ein bisschen rausfiltern aus Ihrer Arbeit, weil da steckt ja so viel Tolles dahinter. Als Lichtarchitekten haben wir, die wir hier im Team sind und Kommunikation darüber halt machen, uns gewundert, dass das halt nicht in den entsprechenden Lehrplänen zum Teil aufgenommen ist. Sie sind selber Professor, sind da tätig und nehmen die Szenografie und verschiedene andere Dinge da mit ins Kontor. Ich zitiere einmal, und zwar ist das ganz am Anfang, ist es ein schönes Interview, leider viel zu kurz, finde ich, finden wir alle, aber die wichtigsten Sachen stehen drin. Zum Beispiel geben Sie Antworten auf die Frage Gottfried Korff, ob Sie den gekannt haben oder nicht. Der ist mir völlig unbekannt, aber der hat Ihnen Hinweise, der kommt vom Theater und der hat Ihnen Hinweise gegeben, an denen Sie sich praktisch Ihr ganzes Leben lang auch halten können. Sie haben also praktisch von ihm gelernt. Ist das richtig? Ja, das ist definitiv richtig, wobei das war mein zweiter Lehrmeister, auch meine zweite Etappe. Meine erste war ja das Theater, wo ich von 1970 bis 1980 tätig war. Und da waren halt meine Lehrmeister Peter Stein und Karl-Ernst Herrmann und andere, dann meistens in der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin. Da habe ich faktisch das Handwerk des Theaters und damit auch des Lichtes gelernt. Und dann bin ich ja 1980 gewechselt vom Theater zur Ausstellung, weil man dann für die Preußen-Ausstellung in Berlin einen Produktionsleiter aus dem Theater suchte, weil man eben Ausstellungen nicht mehr nur
wie Messen oder wie Museen präsentieren wollte, sondern eben als inszenierte Räume. Und dadurch kam ich in diese Welt und da war Gottfried Korff ein ganz großer, eben sozusagen ein Philosoph des Ausstellungswesens und da speziell der kulturhistorischen Ausstellung, also Ausstellungen, die nicht Kunstwerke primär zeigen, sondern Objekte, die mal eine ganz andere Funktion haben, aber die faktisch durch das Dingliche dem Publikum Erläuterung geben in früheren Welten. Da war schon ein Stichwort ein kleines, aber lassen Sie mich noch mal kurz so ein bisschen da in diese Tiefe, damit die Leser, die zukünftigen Leser, die das Buch ja kaufen sollen oder die halt sich mehr mit Ihnen beschäftigen möchten, auch einen kleinen Eindruck bekommen. Also, es geht los. Arbeitshypothese war, die Ausstellung theatermäßig zu inszenieren. Dafür brauchte man Theaterleute, das waren sie ja zum Teil. Korff nahm uns damals Museumsfremde bei der Hand und sensibilisierte en passant für die Konditionen des Ausstellungswesens, sich gern an Walter Benjamin und Siegfried Gideon zu orientieren. Das sind ja zwei große Namen aus der Literatur. Der eine aus der Literatur, Siegfried Gideon, selber Architekt, auch ein großes Herstellungsbuch, wie funktioniert Architektur letztendlich um die Jahrhundertwende geschrieben. Und da kommen richtig schöne, vielleicht die erste Frage, Siegfried Gideon, welche Beziehung haben Sie zu ihm? Sagen wir es so, ohne die Stichworte zu nennen. Da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ach so, weil es ist allgemein. Ja gut, es ist ja unglaublich, was er gemacht hat, gerade in unserem Bereich auch. Er hatte sich ja damals sehr stark darum bemüht, die Landesausstellung der Schweiz 1939 federführend machen zu können. Er hatte faktisch ja das mentale und wissenschaftliche Rüstzeug und eben, wie Sie sagen, er war ja Architekt, er wäre eigentlich der Richtige gewesen, aber das hat nicht geklappt. Also es heißt, dass im Ausstellungswesen ist es doch primär eher ein bisschen theoretisch geblieben, wobei eben seine beiden großen Werke, die waren ja dann plötzlich in den 80er, 90er Jahren wieder in, sie zu lesen und dann hat man schon unglaublich viel gelernt, allein durch dieses Schrifttum. Persönlich habe ich ihn natürlich nicht kennenlernen können, das geht ja schon generationenmäßig nicht. Ja, aber zurück zu Herrn Korff, der arbeitete mit Stichworten wieder, die da heißen, Aura des Originalobjekts, Dingbedeutsamkeit. Oder das Fragment ist der Lehrmeister der Fiktion. Das sind ja fast schon literarische Ansprüche, Fragmente zu zeigen. Daraus ergibt sich dann Fiktion. Also in der Literatur sagt man ja, möglichst nicht zu viel, oder die arbeitet damit, Andeutungen zu geben, nicht zu viel auszuplaudern, sondern sie lebt mit diesen Andeutungen. Kann Licht auch diesen literarischen Bezug tatsächlich erfinden und da in die Fiktion eines jeden Individuums dann sich einpflegen, sodass jeder das auch anders dann wahrnimmt? Ne? Das ist ja das Tolle bei Licht, jeder nimmt es anders wahr. Naja, das ist gut, das ist, sagen wir mal, ein Aspekt, das ist sehr gut, wie Sie das sagen. Ich meine, ich würde jetzt, vertrete ja eher die Meinung, dass das Licht eben nicht ein fragmentarischer Bestandteil, sondern ein integraler Bestandteil einer Geschichte und eines Raums, Kontinuums sein sollten. Insofern, es ist sehr überlegenswert. Denn dieser Ausdruck, das Fragment ist der Lehrmeister der Fiktion, hat ja übrigens André Malraux, der dann am Schluss seines Lebens ja dann auch Kulturminister in unter de Gaulle war und eigentlich ja Schriftsteller früher. Das ist schon ein sehr überlegenswertes Ding, dass man das Enzyklopädische in der Ausstellung, aber auch in fast allem eigentlich hinter sich lassen sollten und immer fragmentarisch eigentlich arbeiten sollte. Denn nur da kommt man in Sphären, die das Enzyklopädische einem ja von vornherein verbietet.
Dann habe ich noch so ein schönes, und zwar, er legte groß, Herr Korff, in dem Sinne, Gottfried Korff legte großen Wert auf axialen Sichtbezug. Und bei der Makropräsentation im Museum sprach er von der Museologie Ophide Nylon. Ich weiß Nylon. Ich habe Museologie Ophide Nylon. Ja, Französisch müsste man können. Man kommt auch aus so einem Land, aber man kann es nicht. Das ist so eine, ist ein eigenes Thema. Aber was ist mit axialen Sichtbezug gemeint für das Museum? Ja gut, das haben Sie beispielsweise bei einer Allee oder so. Die hat ja eine ganz klare, die hat letztlich wie im Theater die Seitengassen und geht auf einen Fokus, auf ein Zentrum oder auf einen Punkt hin. Es ist bei der Ausstellung hat Korff immer sehr darauf geachtet, dass wir nicht irgendwas machen, was wir isoliert betrachten, sondern der axiale Sichtbezug geht ja letztlich in den nächsten Raum oder an die nächste Wand, wie auch immer genau. Aber es ist im Grunde genommen der Sichtbezug der Achsen. Und das ist heute eigentlich gang und gäbe. Das macht fast jeder. Aber das war früher eben nicht ganz so der Fall. Jetzt wollte ich Sie entführen, und zwar in dieses Werk. Können Sie das sehen? Ja. Das ist das hier. Ich habe meine Lesebrille an. Ja. Das ist ja ein schönes Foto, was ich einfach gefunden habe. Das kam halt, das ist eine aktuelle Ausstellung, Kunst am Bau. Man hat Werbeplakate, man muss viel mit Schrift arbeiten, klein, wie ich finde, und viele Fotos. Natürlich muss ich irgendwie hinstellen und dann oben diese Flut der Leuchten. Also irgendwie ist der Raum ja nicht gegeben für eine Ausstellung. Irgendwie hat es, ist irgendein Makel, wie ich finde. Auch die Fotolinsen, die haben ja die Sternen da. Das sieht für das Foto selber ganz gut aus, klar. 5,6 Blende. Aber für die Beleuchtung, was halten Sie denn von so einer modernen Beleuchtung, fokussierter Wahl mit Liniensystem? Ja, gut, ich pflege da bei sowas schon davon zu sprechen, von dem Segen und dem Fluch der Stromschiene. Das heißt, die Stromschienen, die man hier ja gut sieht in der Linienform, die geben einerseits die Möglichkeit, fast überall Scheinwerfer zu befestigen, aber es ist auch mit einer Versuchung verbunden, dass man faktisch so ein Lichtermeer inszeniert, wo, wenn man mal das Bild sich etwas genauer ansieht, das Auge ja stärker bei den Scheinwerfern oben ist als bei den Tafeln unten. Das haben Sie jetzt auch darauf hingewiesen, da ist die Schrift so klein und es ist eine so Masseschrift. Wer soll denn diese Ausstellung eigentlich besichtigen, wenn man mit diesen vielen, dieses aufgeklappte Buch sozusagen. Also ich denke, das ist einfach die Gefahr der Stromschiene und des Überflusses letztlich. Denn ich bin mir sicher, dass man über die Hälfte der Scheinwerfer einfach weglassen könnte und dadurch auch sich besser auf die Wände konzentrieren könnte und dann nicht letztlich den ganzen Raum wieder mit einer Lichtsuppe beaufschlagt. Wir stoppen das mal kurz und gehen jetzt nochmal auf, wie man es richtig macht, und zwar auf Ihre schönen Sachen ein. Und als erstes haben wir die Topkapi. Da geht es um eine blaue Kugelleuchte, die unter anderem entwickelt worden ist. Wenn Sie uns darüber etwas erzählen können, und ich blende natürlich ein, worum es eigentlich schön geht. Da haben wir erstmal, ich hatte es genannt, die blaue Kugel, die da extra für gebaut worden ist, nehme ich an. Mhm. Und das Ganze 88, das muss man sich mal vorstellen hier, wir 30 Jahre, 32, 34 Jahre, 33 Jahre. Also das ist ja schon mal ein Hammer. Was war denn die Aufgabe, so einen Raum so darzustellen? Es handelt sich ja um kleine
Exponate, Vasen und dann ein großer Raum, ein Teppich sehe ich da oder ein Umhang ist das. Aber legen Sie ruhig los. Gut, es war eine Ausstellung, die durch die ganze Welt tourte aus dem Topkapi Museum in Istanbul. Und mit den Preziosen sozusagen aus der Zeit Süleymans des Prächtigen. Und das, die fand in Berlin in der großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg statt. Ein Rokoko-Raum, und da ergab sich natürlich schon die Frage, was macht man in so einem Raum, wie kann man eine Atmosphäre schaffen, die so ein bisschen erinnert eben an ottomanische Architektur, Entschuldigung. Ja. Und wir konnten ja nicht jetzt diesen Rokoko-Raum anstreichen, oder wir wollten ihn auch nicht ausblenden, was vielleicht auch auf der Hand lag. So haben wir eigentlich gesagt, dass wir machen Vitrinen und Licht, und haben also ein Vitrinensystem entwickelt. Und dann hat man schnell gemerkt, man muss das Licht woanders hinkriegen, denn dieser Raum, der hatte nur Möglichkeit, Leuchtstofflampen hinter dieser Voûte oben, hinter diesem Profil, ein völlig unmögliches Licht. Und dann hat sich das eine das andere gegeben. Wichtig war uns eigentlich diese Idee auch der additiven Farbmischung, also eine Stimmung zu erzeugen, die nur aus dem Licht kommt. Und die kam dadurch, dass das Nebenlicht der Miniaturreflektorlampen, das Nebenlicht färbte durch die blaue Glaskugel den Raum blau, während dem das fokussierte Licht auf die Objekte gehen. Sie sehen es jetzt auf diesem Bild, was Sie da hingezaubert haben. Die Objekte erscheinen im absoluten richtigen weißen Licht. Man kann sogar so weit gehen und sagen, das Licht ist noch besser, als es eigentlich gewesen wäre. Die Halogenlampe hat ja doch einen relativ hohen Rotanteil. Dadurch, dass aber das blaue Licht mit da reinwirkt, erhält man schon eine additive Lichtmischung, jetzt auf eine ganz andere Art als in der Show oder im Theater oder so. Es ist eine additive Lichtmischung, die letztlich das Halogenlicht noch besser gemacht hat. Und die Stimmung, die war schon unglaublich. Ich werde heute manchmal noch darauf angesprochen, wenn ich irgendwo mich in Berlin bewege, auf diese Ausstellung, wie das doch gewesen wäre und dass sowas eigentlich nie wieder vorkam. Das ist natürlich schön zu hören. Also da können Sie sich und Ihrem Team, die können sich alle auf die Schulter klopfen. Als wir dieses Foto gesehen haben, haben wir gedacht, ja, Photoshop kann ich auch. Filter, Blaufilter, zack drauf, und so haben wir das. Das ist, also 88, ich weiß gar nicht, gab es da schon Photoshop? Ich glaube in den Anfängen schon, aber... Das ist ja noch analog aufgenommen worden. Das ist ja, ja. Also Photoshop... Das Verrückte ist, man glaubt es kaum, wir haben die Ausstellung dann fotografieren lassen, und da hat ein Fotograf das mit Kunstlicht sozusagen zusätzlich gemacht. Es sah schrecklich aus. Und dann haben wir Fotograf aus Paris, kam der, Florian Kleinefen hieße, der das dann fotografiert hat. Das war ja noch kompliziert damals mit Kunstlichtfilm oder Tageslichtfilm. Also er hat es jedenfalls hingekriegt, und er hat die Stimmung schon sehr genau erfasst. Lassen Sie uns zu dieser Kugel gehen und die mal ganz kurz anschauen, vielleicht noch einen kurzen Einblick. Hier sehen wir noch ein paar andere Perspektiven. Das auch Ihre Art, an die Sache ranzugehen, mit Skizzen, sich vorher eine Ein-Punkt-, Zwei-Punkt-, wie Sie es auch machen, schöne Skizzen hier zu machen, fast wie vom Bauzeichner. Und dann sieht man die Pendels, da sind sie nochmal, und da sehen wir auch, wie Sie in Ihrer Dokumentation die Vitrinen aufgebaut haben, die Glasvitrinen. Und jetzt, das ist schon das Letzte, hier unten sind Sie und die Leuchte. Man sieht den Blau, das blaue Glas halt. Wo wurde das denn gegossen? Moreno, Venice, Venedig? Nein, also das war ein längerer Prozess. Man darf nicht vergessen, wir waren ja in West-Berlin damals noch ein bisschen abgeschnitten. Und wir haben also recherchiert, wie man das halt damals gemacht hat.
und haben in der Tat in Zwiesel, das ist der gläserne Wald im Nordbayern, Nordostbayern, dort haben wir also telefonisch herausfinden können, dass es Firmen gibt, die sowas machen. Und zwar sind es solche Kugeln, die wir gefunden haben, die Sie vielleicht auch kennen, die oft Leute in ihren Gärten haben, um Vögel fernzuhalten. Es sind solche Glaskugeln mit so einem Ansatz, die dann eben bunt einerseits sind, aber verspiegelt sind. Ja. Und da haben wir dann die Firma gefunden, die das machen konnte. Valentin Aisch heißt die in Zwiesel, die heute in Bad Fraunau, die heute noch produzieren übrigens. Und da haben wir das machen lassen. Es ist also wirklich Mineralglas, was also durch Metallzugaben in dem Fall eben blau durchgefärbt ist. Also ein super guter Tipp, sich an diese Firma mal auch zu wenden. Jetzt sehe ich hier auf dem Bild, ist es so, dass das Blaue nicht so ganz ausströmt in das Umgebungslicht, in das Grundlicht. Wie ist das denn möglich? Ja, oder ist das Foto? Ja, gut, das ist jetzt schon natürlich ein Problem. Dass die oberen, diese beiden Fotos, das sind jetzt halt schon Amateurfotos, wenn man, also Dokumentationsfotos. Mhm. Inwiefern jetzt die Farbe richtig wiedergeben, das ist mir jetzt, ja, das ist eine gute Frage, wo ich ein bisschen passen muss. Also ich glaube, das war schon die Idee, das war ein Ärztehaushalt, wo das dann installiert wurde. Wir hatten dann nämlich recht viele Aufträge hinterher, wo wir diese Lampen nochmal vermarkten konnten. Mhm. Und das war halt so ein sehr schöner Esstisch dieser Ärzte und auch in Berlin-Friedenau. Und ich glaube, es war nicht so, das linke Bild dürfte von der Farbe her ein bisschen richtiger sein. Ich nehme sogar an, dass links eben ein Kunstlichtfilm und rechts ein Tageslichtfilm drin war. Mhm. Okay, dann hätten wir das. Wir sprechen mit Jürg Steiner, Lichtplaner aus Berlin, und wir wandern in Zehnerschritten. Jetzt geht es auf 2000. Wo sollen wir hin? Wir wollen zur Burg Altena. Drehradleuchte, ja. Das ist die. Ja, genau. Ja. Voilà. Groß. So. Jetzt haben wir wieder ein schönes Schienensystem hier. Mhm. Und leuchten übrigens auch in den Vitrinen, hatten Sie das auch vorgesehen? In den Vitrinen sind keine Leuchter. Das Licht kommt von außen. Ja. Hier auf diesem Licht, auf diesem Ding ist noch die Spezialität sozusagen, diese Spiegel, diese runden Spiegel rechts oben an der Wand, die faktisch eine flache Beleuchtung auf die linke Wand ermöglichen, indem das Licht über die Spiegel auf die linke Wand zu diesen Wandvitrinen rüberstrahlt. Aha, wir wandern mal etwas. Das sind Fotos bei der Einweihung. Und hier ja, das waren die ersten Leuchten mit Drehrädern, die wir dann also auch sozusagen als Kronleuchterersatz gemacht haben. Mhm. Ja, sieht man, wie die dann. Und dann haben wir Drehräder wie hier in Spannseilinstallationen gemacht. Ja. Das Drehrad hat halt ist eine einfache, sozusagen außenliegende Form, um wirklich jeden Winkel zu erreichen. Es klemmt dann entweder eine Leuchte, wie jetzt hier oben links, eine Lampe oder eine Leuchte, wie unten rechts, also in dem Fall ein mattierter Glaszylinder. Die haben wir dann sehr oft produziert mit dem Glaszylinder, der eben das Nebenlicht, was manchmal ja ein bisschen störend ist, eben nicht vernichtet, sondern diffundiert und so noch zur Grundstimmung mit anzuwenden hilft. Mhm. Ingo Maurer lässt da grüßen, oder? Ja, das ist ja auch aus der Zeit und in der Tat ist das... War gewünscht dann, ne? Ja gut, es war ja unabhängig voneinander. Wir haben, sagen wir mal, ja, wie soll ich es jetzt positiv formulieren? Unser Licht war ein bisschen mehr angewandt. Das war ja ein reines Zwecklicht eigentlich immer.
Und es war nicht, es war dass es dann Design wird, das kommt von selber. Es ist ja wie Steve Jobs gesagt hat, Design is not how it looks, it's how it works. Und bei uns ging es schon darum, wie es funktionierte. Die Funktion stand im Zentrum und nicht die Optik. Wir wandern mal weiter. Hier sind mehr dunkle Räume, aber mit Tageslicht haben Sie wie hier ja auch immer zu tun. Ja. Das muss natürlich mitberechnet werden. Aber dann hier auch die Materialien. Sie sind ja auch ein Materialienfuchs. Wenn es darum geht, Licht zu setzen, dann ist Material Ihnen ganz wichtig. Ja, ich denke schon. Also das, sollte uns allen natürlich, ist ja klar. Es ist in der Tat, ist es jetzt bei dieser Sorte Leuchte ist es, und bei anderen übrigens ja auch, aber ist es uns schon wichtig, dass das Glas eigentlich oft ganz im Mittelpunkt steht. Ja, dass wir hier also auch wiederum mattierte Glaszylinder haben, die einerseits helfen, Blendungen zu vermeiden, ne, indem man die Lampen in dem Zylinder weit nach hinten schiebt, wenn man vergleichsweise flach beleuchten muss. Und man sieht jetzt ja hier auf diesem Bild unten rechts, dass jetzt eins ja ein bisschen stört. Aber im Allgemeinen ist das Entblenden uns schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Aber eben der Versuch, eben Entblendung nicht durch Lichtvernichtung, sondern durch Lichtdiffusion zu erreichen. Mhm. Ganz schön auch die Ausrichtung. Da muss der Kurator natürlich immer auch sehen, dass seine Bilder hier genau in dem Schnitt inszeniert sind, wenn man so will. Hier ist ein bisschen mehr Licht, unten haben wir weniger Licht gelassen. Man arbeitet also geleuchtet. Das ist gut. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Aber wir haben die Erstausstellung gemacht und die späteren Ausstellungen, das steht jetzt auch noch. Das ist jetzt also auch schon 30 Jahre alt und wird noch benutzt. Ne? Voilà. So, da ist eine Zwischenphase, das ist etwas Neues. Ja, das ist vom Jahr 2006, 2005. Ja. Ein rechts und links Tageslichteinbruch. Ja. Richtig. Und dann in diesen Soffitten, wie im Theater, hinter diesen Soffitten, man ahnte schon, verstecken sich dann diese Drehradleuchten, die jetzt hier einen sozusagen honiggelblichen Tubus haben, zum Blenden wieder, aber auch durchaus, um dieses Holzarchitektur besser herauszuheben. Ja. Okay, da sprechen wir ja noch von Halogen und 2700 Kelvin, nehme ich an. Wandern wir mal weiter, wieder 10 Jahre zur Landesausstellung Saarland. Mhm. Die haben wir hier. Ja, das war 2012. Ja. 2012, ja. Auch ein dunkler Raum, also Ausstellungsraum Black Box, so nach dem Motto. Ja. Und hier muss wieder richtig schön fokussiert gearbeitet haben. Eine wichtige Frage haben wir uns auch gestellt in der Redaktion. Ich stelle sie jetzt. Glasvitrinen. Das Glas, das neigt ja dazu, schnell zu reflektieren. Wie haben Sie da mit schnell gearbeitet? Also wie haben Sie praktisch das sanfte Licht da in die Vitrinen bekommen? Hier war es jetzt im Gegensatz zu den bisherigen Ausstellungen, war es jetzt ja so, dass wir in der Vitrine beleuchtet haben. Das heißt, diese Vitrinen waren sehr hoch, die waren 3 Meter hoch. Es gibt sozusagen eine Sockelzone von 1 Meter, dann eine Zone für die Objekte von 1 Meter und dann oben drüber ein Meter, genau da, wo jetzt der Zeiger ist, waren 2 Beleuchtungssysteme, wurden montiert. Dadurch kann man natürlich die Reflexion schon vermindern. Ausschließen kann man sie nicht, nämlich durch die Vitrine, die gegenübersteht, die reflektiert natürlich schon auch. Also sagen wir mal, ausgeschlossen ist, also blend, absolut reflexionsfrei war das auch nicht, aber wie sagt man vielleicht so schön, reflexionsarm vielleicht. Ja, und das nehme ich an, sind dann die Streifenlicht, die installiert worden sind? Nein, das sind die Vitrinenzusammenhalter. Ach so.
Ja. Die Beleuchtung ist ganz oben in dem Kopf sozusagen. Da, genau, da. Ja. Aber sprechen wir denn da auch schon von LED? Ja, da sprechen wir interessant. Also das war die erste vollkommen aus LED bestehende Beleuchtung. Mhm. Also das war damals schon ein bisschen riskant, weil die waren noch nicht alle so richtig gut, die LEDs. Ne? Also wir haben ein Grundlicht dort mit solchen Werkstattleuchten gemacht. Das ist extrem weiß, also es hat vielleicht etwa 4.500 Kelvin und eine ganz schlechte Farbwiedergabe. Ja. Aber es entspricht ja durchaus der Beleuchtung, wie sie eben unter Tage war. Denn Saarland ist ja ein Bergbauland und es ging ja auch um das Ende des Bergbaus da. Ja. In der Region, der 2012 stattgefunden hat. Und da haben wir halt schon ein Grundlicht gehabt mit einer schlechten Farbwiedergabe, ähnlich wie im Bergbau. Hier sieht man ja letztlich auf dem Bild auch die Strecken unter Tage, die man dann über Schächte und Stollen erreichen konnte. Und hat also ein gewisses Grundlicht, was eben bergbauähnlich ist. Und dann ein wärmeres Akzentlicht für die Objekte. Und gemeinsam hat man halt wieder eine additive Farbmischung erzeugt, die dann schon durchaus musealen Charakter hatte. Also hier haben Sie schon gespürt, LED, die kann was. Ja, es war unsere... Das hat mich immer interessiert, LED, das darf man nicht vergessen. Aber es war das erste Mal, wo dann eben Miniatur-Reflektorlampen zur Verfügung standen, die man halbwegs mit gutem Gewissen einsetzen konnte. Mhm. Wir die alle mitgemacht haben, sehen wir noch so eine Leuchte, eine LED? Ja. Kommt die weiter unten? Nein, kommt nicht. Aber egal, doch hier vielleicht. Ja, nee, das ist die Verbindung dieser Stellwände. Ah ja. Das ist ein Sie machen mich da auf einen Schwachpunkt dieses Druckwerks sozusagen aufmerksam, dass das wirklich fehlt, die Leuchte fehlt. Also wir lieben es, Dokumentationen auch Kunden zu geben und wir sehen ja auch einige von Lichtplanern halt, die uns da einweihen. Nicht alle mögen das, weil das ist immer so das offene Geheimnis. Ich weiß gar nicht, naja, egal, das ist noch ein anderes Thema für ein Video. Aber man muss ja zeigen, wie man vorgeht dem Architekten. Und das ist natürlich dann schön, wenn die Leuchte, die man da benutzt hat, detailmäßig einmal zeigt. Die haben wir eingesetzt. Auch wenn es von einem großen Lichtersteller war, ja, dann ist es halt so. Sie haben gewählt und die war super und die hat ihren Dienst getan. Wir wandern nochmal 10 Jahre weiter und da sind wir jetzt in Menden mit einem mattierten Glaszylinder, der uns hier auch wieder die Vitrinen kommt. Und zwar ist das in der Stadt Menden im Sauerland. Mhm. Und der Entwurf wieder von Ihnen, Steiner Architektur aus Berlin. Was haben wir jetzt hier für eine Lichtplanung? Ja, also wir haben dort, das war ein Wettbewerb, den wir gewonnen hatten. Und vielleicht sehen wir das gleich noch auf einer Seite weiter. Ich müsste eigentlich kommen. Nee, das ist die Lichtplanung. Gut, also dann machen wir es mal anders. Wir haben im Grunde genommen... Um dieses schöne Haus geht es. Um dieses schöne Haus geht es. Und wir haben zum einen, das sieht man jetzt auf dem linken oberen Bild, haben wir Leuchten, die dort vorhanden waren, die zum Teil jetzt nicht aus der frühklassizistischen Zeit dieses Hauses kamen, sondern später hinzugefügt wurden. Die haben wir adaptiert. Wie jetzt eben diese an und für sich jetzt nicht besonders schöne schmiedeiserne Leuchter, wo wir aber eben... Oben rauf, wir nannten das, es ist mir der Ausdruck gerade nicht mehr geläufig. Wir haben also kleine Spezialzylinder,
die so aussehen, als ob es eigentlich eine Gasbeleuchtung wäre, die haben wir um G9-Lampen, also auch LED-Lampen, Stift, früher wären es Stiftsockellampen gewesen, heute haben die so ein Bayonett, ist auch ein Stiftsockel, sogar Hochvolt in dem Zusammenhang, das ist ja auch noch das Verrückte, dass man jetzt eigentlich im Hochvoltbereich, also im 230-Volt-Bereich, ja bessere Leuchtmittel bekommt, farbechtere Leuchtmittel bekommt, als im Niedervoltbereich, in dem wir uns im Saarland noch bewegt haben. Mhm. Wir wandern mal weiter. Das ist so der Ort des Geschehens, ein ja. längliche Raum. Das ist so praktisch so, wie Sie auch vorgehen. Ne? Das sind die Leuchten oder das sind die Leuchten, die eigentlich vom Haus schon gesetzt sind. Ne? Das sind die vorhandenen. Nehme ja, ich an. die wir aber eben adaptiert haben. Ne? Die haben schon eben auch eine gewisse Intelligenz, könnte man sagen. Sie eine gewisse Richtung. Auch obwohl es Kronleuchter sind. Vielleicht kann ich das nachher noch kurz erläutern. Ja, hier ist zum Beispiel so ein viel da ist eine Stromschiene. Ja, da ist eine Stromschiene drin. Also, okay. Weil das ist ein hoher Raum. Das ist ein hoher Raum. Die meisten Räume sind niedrig. Da haben wir dann eben diese Glaskugeln wiederum genommen, die teilmattiert sind. Also je nach der Situation, ob sie an der Wand sind, ob sie in der Ecke sind oder so, haben die eine Teilmattierung, die eben das punktförmige LED-Licht entweder diffundieren oder direkt auf die Wand oder an die Decke oder am Boden senden. Hier sieht man sie. Das ist zum Beispiel, hier sieht man ja ganz genau, was wir immer toll finden. Grundriss, dann so ein Live-Foto, ich schätze mal aus den entsprechenden Dialogs oder irgendwie so Berechnungsanlagen. Genau. Ja, und dann also, vorher stand aber die Zeichnung hier. Skizze, genau. Doch, das ist gut. Das unten, ist sehr gut. Und das unten ist der Prototyp. Ne? Der ist jetzt ja noch gar nicht mattiert, an keiner Stelle. Ja. Das war sozusagen der technische Prototyp, wenn man so will. Sehr schön. So, und dann zieht sich das durch die Räume. In so einem alten Haus, wir haben das Fachwerkhaus ja gesehen gerade am Anfang, die sagen natürlich, also groß verändern dürft ihr nichts. Ist ja sicher denkmalgeschützt, es ist ja immer so ein Problem für Lichtplaner, in so alten Gemäuern schönes LED-Licht reinzubringen, oder? Ja, durchaus. Also wir haben ja das sozusagen, konnten ja die Denkmalpflege damit auf unsere Seite ziehen, indem wir gesagt haben, wir bleiben letztlich bei der Idee solcher Räume, die einen zentralen oder vielleicht zwei oder drei Punkte an der Decke haben, wo eine Leuchte ist und eben keine Stromschiene und kein Lichter mehr da oben, sondern es ist schon reduziert, wenn Sie jetzt das obere Bild nehmen, da ist jetzt halt die Raumhälfte, wird von diesen zwei Leuchten beleuchtet und erstaunlicherweise nicht mal so schlecht. Ne? Also das ist jetzt, da ist kein Photoshop dazwischen. Ne? Also das perfekt. Also man schaut rein, wird nicht geblendet, es strahlt zur Decke, die ist schön weiß, also reflektiert es auch wieder runter. Das kommt hier ein bisschen nicht zur Geltung, klar, aber dafür halt der Ausschnitt der Leuchten zu diesen beiden tollen Bildern. Und auch hier, hier ist es dann etwas mehr als da, aber gut, da sprechen wir wieder von Lichtinszenierung und eine fantastische Idee. Hier sieht man es so ein bisschen, wo es rausgeht, wo es... Genau, Sie haben es getroffen, ist es. Ja, super. Da haben wir die, da haben wir sie. Aber das ist die für einen Kronleuchter, die Sie benutzt haben mit den Zylinderformen, also eine Ummodelung. Hier sehen wir nochmal schön den Zylinder. 10 Zentimeter. Ja, jetzt kommt es wieder. Das heißt, wir nannten das Glühstrumpf. So ähnlich gibt es ja Gasleuchten, die so sind. Das sollte also, ist eine Reminiszenz schon an frühere Arten des Lichtes geben, aber gleichzeitig wollten wir natürlich dem Kronleuchter schon auch zu seinem Recht verhelfen und den Raum so gut wie möglich beleuchten. Also nochmal hier auch eine Erinnerung an die Vorgehensweise eines Lichtplaners.
Leuchten zeichnen. Hier haben sie die extra nachgezeichnet, damit man einen schönen Eindruck bekommt, eine schöne Fassung darunter. Dann halt ein Scan im Computer und hier, so wie es dann live wirklich aussieht. Ja, genau. Mhm. So, das sind wieder die schönen Ambiente. Ja, hier das gleiche Schema. Ja. Hier auch wieder ein schöner beigefarbener Steingrundlage, Fußboden, der sich dann hier oben widerspiegelt. Der ist nicht ganz vorhanden hier, aber Also die Leuchte, die ist schon restauriert worden und eben auch ertüchtigt, aber halt teilweise hat man wie die Decke, hat man die schon so original wie möglich belassen und dadurch eben ja, fragmentarisch wieder mal. Wunderbar, Herr Professor Steiner. Jürg Steiner aus Berlin, Lichtplaner. Wir kommen wieder zum Gremium zu uns. Und ich wollte Sie noch mal fragen, von 88 bis 2020, was ist denn so, wie würden Sie das zusammenfassen? Haben wir jetzt durch Licht noch mehr Möglichkeiten oder gab es die früher auch schon? Man musste einfach genauer hinschauen. Ja gut, das ist natürlich eine Frage, auf die hätte ich mich vorbereiten sollen. Ne? Also ist eine riesige, vielleicht nur so vom Gefühl her. Was würden Sie sagen, ist heute mehr möglich? Heute ist natürlich mehr möglich. Die Frage kann man eigentlich so beantworten, die LED ist super im Cut-off von den Leuchten, von den Bildern, von den Objekten, kann sie genau schneiden. Sie kann sogar Konturen schneiden im Außenbereich, sodass der Nachbar jetzt kein Licht mehr abbekommt, falls er in diesem Denkmalhaus wohnen sollte. Ach, das ist ja fantastisch alles. Durch Projektion ist das allerdings eine Technik. Aber Sie sind ja jetzt seit 88 unterwegs. Was haben Sie so für ein Gefühl? Ist Licht immer noch am Aufbrechen? Sind die Leute immer noch erstaunt? Oder ist Licht zu einer Alltagsnormalität geworden, ein Alltagsmedium, sagen wir es so? Naja. Na gut, es gibt ja schon viele, viele Bereiche, die jetzt manchmal schon fast bis zum Abwinken gemacht werden, wie diese Gebäude. Anstrahlungen, die man manchmal hat, damit mit Filmen oder mit verfremdenden Leuchten, auch ja überhaupt der gesamte Umgang im Außenbereich ist natürlich eins, eben Gebäudeanstrahlung, natürlich Straßenbeleuchtung und Gehwegbeleuchtung sowieso. Im Innenbereich, ja, ich glaube schon, da gibt's viele interessante Aspekte, die das Leben verändern werden. Gut, jetzt im Moment sieht man halt in vielen Orten diese Leuchtflächen, die dann im Raster von, was weiß ich, 625 mal 625 Millimeter ein absolut diffuses Licht geben. Das heißt, man hat da jetzt nicht per se ein besseres Licht, sondern man hat es halt heller und das dann noch für weniger Energie. Also ob jetzt das Licht besser geworden wäre, das fragt man sich wirklich. Ja. Schön, aber wie begeistern Sie Ihre Leute, wenn Sie losgehen und einen Kunden nicht fangen, sondern begeistern sollen für Ihre Art des Lichtmachens? Was würden Sie jungen Lichtplanern auch empfehlen, wie sie da rangehen sollen? Weil zum Architekten, da kommen mittlerweile, der schaut sich um und der will natürlich den Besten, aber wie weiß der, wer der Beste ist? Hätten Sie da einen Tipp? Ja gut, jetzt haben wir beackern schon ein ganz besonderes Feld. Das darf man nicht ganz vergessen. Es kommt sehr selten vor, dass wir Leuchten von der Industrie einsetzen, sondern wir haben schon eigentlich den Ehrgeiz, immer Leuchten zu schaffen, die was mit dem Ort, mit dem Raum zu tun haben, den wir behandeln. Das heißt, wir sind eigentlich auch, ja, wir reizen das, was die Industrie an Lampen, also an
Glühlampen, hat man früher gesagt, an Lampen, an Leuchtmittel, sagt man ja dann auch gerne, an Leuchtmittel, an Fassungen und an anderen und an Steckverbindungen und all das reizen wir aus. Aber eigentlich haben wir fast immer den Ehrgeiz, etwas zu machen, was speziell für das Objekt ist, das wir gerade bedienen. Und das macht es einerseits natürlich spannend, aber das ist auch schwierig, weil es gibt natürlich schon auch Auftraggeber, die sagen, ja, warum nehmt ihr denn nicht diese Leuchte und warum macht er nicht das und da könnte doch ein Strom schienen. Also das heißt, wir beackern schon ein Feld, das ist ein eigenes. Ne? Also insofern kann man da jetzt, ob man da Tipps dem Lichtplaner geben möchte. Ja gut, wenn man diesen Weg beschreitet, den wir beschreiten, dann heißt das schon natürlich, besorge dir Fassungen, besorge dir Lampen, besorge dir Spiegel, besorge dir Gläser und so weiter, Filter, Linsen. Also da gibt es ja vieles, womit man experimentieren kann und versuche, etwas zu machen, wo das Licht im Zentrum steht und wo du aber etwas schaffst, was für das Objekt, was du gerade bearbeitest, das genau Richtige ist. Ja, wunderbar. Ich schätze die Ausführung, tolles Gespräch. Und es bestätigt auch unsere Idee des individuellen Herangehens an Objekte. Jeder macht es anders, also davon ab. Aber was das Beste ist, naja, es gibt schon irgendwie so ein Up and Low Performance. Ja. Die herauszubekommen, die kann ja dann eigentlich nur begeistern und sollte den Architekten dann auf jeden Fall begeistern. Ich darf nochmal das Buch vorstellen, das wir sehr herzlich allen empfehlen. Aus vielen Jahren Erfahrung als Lichtplaner haben Sie hier etwas zusammengestrickt. Das sind nur 300 Seiten, was heißt nur? Dickes, fettes Ding mit schönen Fotos und die sind echt und zum Teil noch Monolog, die nicht digitale Aufnahmen, sagen wir es so. In dem Sinne, Herr Professor Jörg Steiner, ich bedanke mich recht herzlich und es macht Spaß, mit Ihnen zu reden und es macht sogar Spaß, noch weiter in der Diskussion zu bleiben eigentlich. Wir sollten uns da mal sobald es die Zeit dann wieder erlaubt, auch auf Kongressen mal live sehen. Und da freue ich mich schon drauf. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Wenn ich wieder mal nach Hause gehe, ich komme ja auch vom Zürichsee, dann komme ich dann mal bei Ihnen in Lachen vorbei. Unbedingt, unbedingt. Ja.